Tada! Herzlich willkommen zu Aber bitte mit ohne, die Sendung rund um das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und wir machen heute einen Klassiker in der Küche und zwar Sauce Hollandaise. Geht ganz einfach und fix und den braucht man nicht aus der Tüte machen. Ist für ganz viele Menschen sehr verträglich, zum Beispiel bei Laktoseintoleranz. Butter hat nur ganz wenig Laktose und um ganz sicher zu gehen, kann man auch laktosefreie Butter nehmen. Fruchtzucker kein Problem, Gluten kein Problem, kein Problem. Ist nicht drin. Bei Histamin bin ich mir nicht ganz so sicher, weil da Zitrone mit drin ist. Da sind die Angaben sehr unterschiedlich. Mal soll es Histamin freisetzen, mal nicht. Für einen Tipp oder die Erfahrung von Ihnen bin ich sehr dankbar. Was brauchen wir? Also erstmal einen Topf und darin schmelzen wir 200 Gramm Butter. Nicht kochen, nur schmelzen. Das ist, glaube ich, der Haupttrick. Ja? Das darf nie aufkochen. Genau. Und es ist eine ziemliche Rührerei. Und bei einer Sauce Hollandaise braucht man das Eigelb, richtig? Genau. Und weil du der Quirlmeister bist, kommt jetzt noch ein Esslöffel Wasser rein in das Eigelb und bitte einmal quirlen. Und diese Schüssel setzen wir jetzt in ein sogenanntes Wasserbad. Das heißt, ich habe Wasser in einen großen Topf zum Sieden gebracht. Nicht kochen, sondern sieden. Und da stellen wir jetzt die Schüssel rein. Deswegen auch eine Metallschüssel. Genau. Es darf nicht zu heiß werden, sondern wirklich nur erwärmen. Jetzt gebe ich tröpfchenweise die Butter hinzu und du musst die ganze Zeit schlagen. Richtig, nicht so, genau, richtig schlagen. Und das machen wir ganz vorsichtig am Anfang, bis es nachher eine cremige Masse gibt. Du merkst schon, dass es anfängt cremig zu werden. Ja. Und das Ganze würzen wir noch mit etwas Salz, je nach Geschmack, und einem Schuss Zitronensaft. Es ist angerichtet und was ich schon immer machen wollte, mich bei Knacki bedanken, dass du so schön mit mir kochst. Ich bin schon scharf. Boah, wussten wir alle, ne? So, Sauce Hollandaise, die kann man natürlich auch noch würzen mit Weißwein, kann man reintun, kann man trinken, Kapern kann man reintun, Senf oder frische Kräuter. Und das Rezept finden Sie auf unserem Blog. Bis bald. Tschüss. Kartoffelpasta dazu kann natürlich auch mit Spargel, ist natürlich der Klassiker. Ja, ich weiß. Ne? Du bist auch so jemand, der die Kartoffeln nicht schält. Sind Bio-Kartoffeln, gell? Ich bin zu faul dazu. Naja.